Der Film war nicht nur ätzend, er war zum Kotzen, er war tot und dann ist er wieder auferstanden und war wieder ätzend. Hast du bezahlt? Ja, mit 1,5 Stunden meiner Kindheit, die ich nie wieder kriege. Ich habe deine Kindheit gesehen, es ist kein großer Verlust. Du wolltest doch reingehen. Weil er ab 18 war, aber es war kein einziger Busen drin. Doch, deiner. Oh mein Gott. Ja, genau, er sagt immer solche Gemeinheiten zu mir. Das ist Cynthia Sullivan. Wer ist Cynthia Sullivan? Sie und ihr Mann waren mit Judith und mir befreundet. Ja, na und? Seit meiner Scheidung von Judith habe ich sie nicht mehr gesehen. Soll ich ihr guten Tag sagen? Sie haben zu Judith gehalten, als wir geschieden wurden. Warte mal, wir dürfen Partei ergreifen? Ist es zu spät oder darf ich noch? Das ist nicht witzig. Er ist zu jedem so gemein und total ohne Grund. Alan? Oh, hey, Cynthia. Hi. Was für eine nette Überraschung. Wie geht's dir? Oh, sehr gut. Das ist ja ewig hier. Hi, Jake. Du bist ja groß geworden. Man nennt es Pubertät. Man nennt es Donuts. Von Donuts kriegt man keine Haare. Cynthia, das ist mein Bruder Charlie. Hallo. Hi. Cynthia und ihr Mann waren gut mit Judith und mir befreundet, als wir noch Judith und ich waren. Und als wir noch Bill und ich waren. Du bist nicht mal mit Bill zusammen? Nein, wir wollten uns nichts mehr vormachen. Du weißt ja auch, wie das ist. Ja, das weiß ich. Weißt du nicht. Klar weiß ich's. Cynthia, wurde Ihnen Ihr Haus zugesprochen? Ja. Und Sie schlafen nicht auf dem Klappbett Ihres Bruders? Nein. Du weißt nicht, wie es ist. Schon wieder. Und das vollkommen ohne Grund. Also dann, okay, es war wirklich schön, dich wiederzusehen. Alan, wir sollten uns irgendwann mal treffen. Ja, würde mich freuen. War nett, Sie kennenzulernen. Ja, bis bald. Wiedersehen, Jake. Du Hund. Was? Ach, komm schon. Die frontale Umarmung, das wir sollten uns irgendwann sehen. Ist das nicht gleichbedeutend mit besorg's mir in der Sackgasse? Worüber lachst du denn so? Das war doch schmutzig, oder nicht? Such uns einen Tisch, komm. Charlie, du verstehst das nicht. Sie und ihr Mann waren über 10 Jahre unsere besten Freunde. Wir haben unsere Ferien zusammen verbracht und die Wochenenden... Und du hast dir nie vorgestellt, sie mal zu vögeln? Sie war die Freundin von Judith. Ich war der Freund ihres Mannes. Ja, natürlich. Ja, hi. Wir hätten gerne 2 Kaffee und einen Schokoladen im Schrottoschino mit irgendwas Süßem drauf. Du hast jetzt die Chance, deine Träume in die Tat umzusetzen. Nein, das könnte ich nie. Wieso? Na, hör mal, ich will Judith nicht verärgern. Sie sind noch Freundinnen. Alan, allein die Tatsache, dass du atmest, verärgert Judith. Wie auch immer, ich würde nie was mit Cynthia anfangen, ohne das vorher mit ihr zu klären. Miau. Ich stehe nicht mehr unter ihrer Peitsche. Wie wäre es, wenn die Lage umgekehrt wäre? Wie wäre es, wenn Judith Single wäre und mit dir schlafen wollte? Ich würde natürlich wollen, dass sie das mit mir abspricht, bevor ich mir die Kugel gebe. So einfach geht das? Sag mir Ihre Nummer. Wo hast du das her? Auf dem Tisch gefunden. Oh, Jake. Schon okay. Ich beiß da ab, wo keine Zahnabdrücke sind. Pubertät, das ist ein fehlendes Chromosom. Ich glaube eher, es ist ein Fischtoast. Hey Schatz, ich wollte... Nicht jetzt, Mom, ich muss aufs Klo. Hoffentlich hast du ihm nicht wieder Junkfood zu essen gegeben. Gegeben? Judith, unser Sohn ist eine Biotonne. Würde mich nicht wundern, wenn er da drin Kompostsäcke gekackt. Sehr witzig. Warte, Judith, ich wollte dich noch was fragen. Was? Wir waren gerade Kaffee trinken und weißt du, wen ich da getroffen? Charlie, kannst du uns allein lassen? Nein, das will ich sehen. Wieso? Das könnte amüsant für mich werden. Ach, weißt du, amüsier dich doch bitte woanders. Gut, dann rede ich mit Herb. Er ist mir der allerliebste von Judiths Ehemännern. Jake hat recht.
Du kannst manchmal wirklich ohne Grund verletzend sein. Also, wen hast du getroffen? Oh, Cynthia Sullivan. Okay, und? Ich weiß ja, dass ihr noch befreundet seid und wollte wissen, ob es für dich okay ist, wenn ich mit ihr ausgehe. Ja. Wirklich? Klar. Ihr seid beide erwachsen, beide Single und vor allem wird sie nicht mit dir ausgehen. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Hat sie dir irgendwas gesteckt? Nein, aber du bist nicht ihr Typ. Ach ja, und was ist ihr Typ? Na, sagen wir ihr Ex-Mann. Witzig, klug, sensibel, gut aussehend. Na, und das bin ich nicht? Na ja, witzig bist du schon. Okay, okay. Und wenn sie damit einverstanden wäre, mit mir auszugehen, wäre das okay für dich? Schon, aber das wird sie nicht. Aber wenn? Wird sie nicht. Vielleicht doch? Nein. Charlie ist nicht der Einzige, der grundlos verletzend sein kann. Weißt du, Herb, das ist ein hübscher, hübscher Hut. Muss ihn tragen, sonst werde ich fleckig wie eine Banane. Verstehe. Wäre ja furchtbar, wenn deine Banane fleckig wird. Gehen wir, Charlie. Warte, warte. Wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Hey, Herb, erzähl Alan doch auch mal, wie du Samen säst. Zuerst vergewissere ich mich, ob die Erde feucht ist. Aha. Und sag ihm, wie das geht. Naja, ich steck meinen Finger in die alte Mutter Erde. Und wenn er trocken wieder rauskommt, hole ich meinen Schlauch raus und spritze ab. Und dann? Und dann sehe ich den Samen sorgfältig ein. Sorgfältig? Wieso sorgfältig? Naja, wenn du das Zeug rumschleuderst, dann vergeudest du die Hälfte. Hast du gehört? Wenn du deinen Samen rumschleuderst, vergeudest du ihn. Faszinierend. Gehen wir. Nein, langsam, langsam. Was hältst du von Büschen, Herb? Tja, ich mag den vollen Busch. Wie Gott ihn gewollt hat. Ich finde sie geschoren besser. Und du, Alan? Wir gehen. Mach's gut, Herb. Mach's gut, Jungs. Warum machst du das mit ihm? Hat's mich amüsiert. Oh, super. Dann komme ich dich heute Abend um 7 abholen. Ja, ja, ich freue mich auch sehr drauf. Okay, okay. Bis dann. Ha? Ha? Ja, ha! Judith sagte, Cynthia würde nie mit mir ausgehen, deshalb... Ha! Ich hab dir doch gesagt, dass sie mit dir ausgeht. Und sie hatten recht, Sir. Ich ignoriere sie zu meinem eigenen Schutz, wenn es um Frauen, Alkohol und Geschlechtskrankheiten geht. Dann hör jetzt mal auf mich. Bereite dich darauf vor, dass du heute Nacht Sex hast. Sex? Das ist ein erstes Date. Ich weiß, aber ihr beide seid alte Freunde. Ihr mögt euch, ihr kennt euch, vielleicht riecht ihr sogar nach euch. Ich schätze, nein. Nicht Cynthia. Nicht Cynthia. Alan, die Frau geht auf die 40 zu. Sie kommt gerade aus einer Scheidung. Und sie betet, dass sie lange genug gut aussieht, um sich irgendeinen armseligen Loser zu schnappen, mit dem sie vor 5 Jahren nicht mal als Tote erwischt werden wollte. Oh Mann, ich habe heute Sex. Meine Rede. Ach, ich wünschte, Judith würde davon erfahren. Das wäre mein großes... Keine Sorge, Judith wird davon erfahren. Sagst du es ihr? Nein. Machst du's? Alan, Cynthia wird's ihr sagen. Die sind ja befreundet, richtig? Vor allem sind sie Frauen. Du weißt doch, wie sie sind. Bla, bla, bla. Die erzählen sich immer alles. Es wird sein, als würde Judith heute Nacht jede Bewegung von dir beobachten. Jede Bewegung? Also bring die erste Mannschaft. Klar, klar. Und wenn ich keine hab? Dann stell lieber eine auf, sonst fliegst du aus dem Turnier. Ha! Wo willst du hin? Ich geh meinen Wurfarm warm machen. Das habe ich nur bildlich gemeint. Ich auch. Ich hab mir das schon so lange gewünscht. Ich auch. Seit wir in Disney World waren. Oh. Und du das Daisy Duck T-Shirt anhattest. Ist es dafür nicht etwas zu früh? Keine Sorge, ich habe mich den ganzen Nachmittag schon aufgewärmt. Wie geschickt, Alan.
Weiter so. Ich sitze ja nur hier und sehe jede Bewegung von dir. Oh, Alan, das war ja unbeschreiblich. Unbeschreiblich gut, oder? Oh ja. Ich muss dir gestehen, ich habe ein wenig Sorge gehabt, dass das peinlich werden könnte. Warum? Wie du weißt, bin ich ja eine Freundin von Judith. Und wir unterhalten uns. Ach, wirklich? Wenn ihr euch das nächste Mal unterhaltet, gebraucht bitte das Wort unbeschreiblich. Alan, so bin ich doch gar nicht. Ich bin für Diskretion. Ehrlich? Das sollte man nicht so eng sehen. Hör zu, erzähl's ihr. Nein. Ganz ehrlich gesagt wünschte ich, dass Judith ein bisschen diskreter wäre. Wie meinst du das? Naja, sie redet über nichts anderes als über ihr Sexualleben mit Herb. Ziemlich langweiliger Vogel, hä? Nein, nach dem, was sie erzählt, ist er ein überragender Lover. Ja, das dachte ich mir. Was? Warte. Herb Melnick ist ein überragender Lover? Ja, der beste, den sie je hatte, hat sie gesagt. Nein. Das ist einfach völlig unmöglich. Wie kann sowas sein? Na ja, offenbar ist er ganz einfach. Nein, ich kann das nicht ausweiten. Klar kannst du. Na los! Nein, das wäre, glaube ich, nicht richtig. Tut mir echt leid. Vergiss einfach, was ich sagte. Der Beste, den sie jemals hatte. Oh, Herb, du bist der Beste, den ich je hatte. Morgen. Und? Wie lief's letzte Nacht? Du hattest recht. Wir hatten Sex. Und warum das lange Gesicht, Don Camillo? Du bist so viel besser als mein einziger Mann vor dir. Weil mir gerade was durch den Kopf geht. Und was? Ich wusste ja nicht, was mir gefehlt hat. Vergiss es. Ach komm schon, was macht dich so fertig? Nichts, mir geht's gut. Oh, ich bitte euch! Du bittest wen? Wie kann es sein, dass Herb Melnick ein besserer Lover ist als ich? Herb Melnick? Ich dachte, du hättest letzte Nacht mit Cynthia geschlafen. Ja, aber weißt du, was sie mir erzählt hat? Dass Judith ihr erzählt hat, dass Herb der beste Lover ist, den sie je hatte. Wie kommt ihr auf so ein Thema, während ihr am Vögeln seid? Was spielt das für eine Rolle? Ich versuche nur, mir das vorzustellen. Oh, Cynthia, ich bin so angetönt. Ich stelle mir gerade vor, wie Herb Judith knallt. So war es nicht. Okay, war es so? Gott, hast du einen strammen Hintern. Weißt du, wer auch so einen hat? Herb Melnick. Ich habe nicht das Thema von Herbs Potenz angeschnitten. Das war Cynthia. Oh, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich war 15 Jahre lang mit Judith zusammen. 12 Jahre Ehe und der beste Sex, den wir je hatten, war mittelmäßig. Warum hast du sie geheiratet, wenn ihr miesen Sex hattet? Was ist denn das für eine Frage? Ich sagte doch, wir beide hatten Sex. Aber sie hat ihn nie genossen. Sie hat nie danach gesucht. Dann kommt Herb Melnick mit seinem zerzausten Haar und seinem doofen Charme und bringt sie zum Leuchten wie einen Flutlichtmast. Aha. Du willst sagen, der Bauer Herb pflügt einen Acker, bei dem dein Rechen nicht ausreicht. Mein Rechen? Ja, bildlich gesprochen, Rechen. Hm? Gut, ja. Und das macht dich fertig, weil du weißt, er pflanzt jede Nacht einen Baum in Israel. Mit Israel meine ich Judith. Ja,
Und mit Baum meine ich... Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe. Gott, warum tust du mir das an? Habe ich das nicht gesagt? Weil es mich amüsiert? Es macht mich verrückt. Ich meine, wie macht er das? Was ist sein Geheimnis? Vielleicht hat er einen riesen Pfund in der Hose. Haben Sie die ganze Zeit zugehört? Hätten Sie das nicht? Glaubst du, sie hat recht, dass er nur gut ausgestattet ist? Schon möglich. Er ist 1,90, hat Hände wie Schaufeln. Wenn alles in dem Maßstab ist, kann er mit dem Ding an der Tür klingeln. Du hilfst mir nicht. Das tue ich selten. Ach komm schon, Alan, du siehst das alles falsch. Warum? Naja, du siehst deine Ex-Frau als halb leer, aber mit Herb wäre sie... Klappe! Nehmt euch ein Zimmer. Oh, Alan. Oh, Cynthia. Oh, Herb. Hey, Kumpel. Okay, ich kann nicht. Oh, warum denn? Ich muss es wissen. Warum ist Herb der Beste, den Judith hier hatte? Ich dachte, das wäre erledigt. Ja, aber es macht mich verrückt. Ich meine, ist es nur ein körperlicher Vorzug? Was? Naja, muss er auf dem Rücksitz sitzen und mit dem Ding lenken? Ich werde nicht wiederholen, was eine Freundin mir im Vertrauen gesagt hat. Komm mir nicht so, du bist eine Frau, ihr macht doch nichts als bla bla bla. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du noch nicht über Judith weg bist. Na, pff, Judith ist mir doch völlig egal, ich kann nur Herbs Penis nicht aus meinem Kopf kriegen. Okay, jetzt ist mir klar, wieso eure Ehe kaputt gegangen ist. Und wieso? Weil mit dir irgendwas ziemlich verquer ist. Ach das? Du solltest jetzt nach Hause gehen. Aber du hast doch gesagt, ich wäre unbeschreiblich. Verschwinde! Gut. Wir sehen uns zu Hause. Oh, ich kam aus Alabama mit dem Banjo auf dem Knie. Ich pflanze einen Haufen Gurken an, die werden groß wie mir. Hey, Jungs! Hey, hey. Kommt die Jake abholen? Ja. Wieder ein Wochenende mit dem Jungen. Wir gehen mit ihm ins Kino. Ah, okay. Er erwartet euch. Sehr Aha. gut, sehr gut. Ja, ja, komm, Alan. War nichts zu sehen, oder? Mich hat nichts angesprochen. Was hat er für ein Geheimnis? Ich verstehe das nicht. Vielleicht hat er gar kein Geheimnis. Wie bitte? Ich meine, vielleicht hast du die Latte viel zu hoch gelegt. Es ist so, als hätte sich Judith 15 Jahre lang nur von Wasser und Brot ernährt. Dann kommt jemand und bietet ihr ein Würstchen an und sie hält's für eine Riesensalami. Jake, dein Vater ist da! Tja, Alan, tut mir leid, das mit dir und Cynthia zu hören. Sie hat's dir erzählt. Klar, wir sind doch Freundinnen. Oh. Viel zufällig das Wort unbeschreiblich. Nein, aber sie hat gesagt, du wärst noch nicht über mich weg. Klar ist er über dich weg, stimmt's, Alan? Klar. Wie ist das mit Herbs Schwengel? Mit was? Mit nichts, nichts. Hey, Dad. Hey, Partner. Bis dann, Judith. Sehr subtil. Manchmal muss man einfach fragen. Bis Sonntag, Herb. Okay, schönes Wochenende. Wow, wie ein Gewehr. Okay, Geheimnis gelöst. So, aller Anfang ist schwer. Brauche ich nicht zu versuchen, ist ein Schoko-Apfelmittel. Hat zu wenig Karamell.
Weißt du was, Alan? Eines Tages wird der Junge furzen und die Vögel werden vom Himmel fallen. Witzig. Hör zu, was kostet eine Nutte? Was? Alan, was willst du denn mit einer Nutte? Naja, ich würde sie gern dafür bezahlen, dass sie Sex mit mir hat. Das verstehe ich, aber warum? Weißt du, ich bin in meinem Beziehungsleben nicht allzu erfolgsverwöhnt, aber ich habe noch gewisse Bedürfnisse. Deshalb dachte ich, warum nicht das Ganze vereinfachen? Wieder zurück zu den Wurzeln. Keine Enttäuschung, kein Beziehungsproblem, einfach nur Sex. Naja, Sex mit dir bedeutet wohl immer etwas Enttäuschung. Ich meine, der gute Wille hat selbst bei einer Nutte gewisse Grenzen. Aber das kann mir völlig egal sein, weil es eine Geschäftsvereinbarung ist. Die einzigen Bedürfnisse, die zählen, sind meine. Hey, das musst du mir doch nicht erzählen. Nur, dass du sowas machst, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich mir auch nicht. Aber interessant ist, seit ich mich entschlossen habe, ein unmoralisches Leben zu leben, fühle ich mich irgendwie frei. Ich wiederhole, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wie viel willst du ausgeben? Naja, du weißt ja, dass ich was für Sonderangebote übrig habe. Ja, aber unglücklicherweise stapeln sie die Nutten nicht in 99-Cent-Läden. Also wie viel? Okay, also, was kriege ich denn so im 200-Dollar-Bereich? Filzläuse. Und ein Auto geklaut. Okay, dann sag du mir, wie viel? 1500 Dollar. Für eine Nacht? Für eine Stunde. Für eine Stunde? Ich will Sex und keine Heimkinoanlage. Glaub mir, es ist das Geld wert. Dafür tun sie so, als wären sie deine Freundin. Spreche ich so undeutlich? Ich will keine Freundin haben. Ich will Sex. Gefühllosen, unmoralischen, egoistischen Sex. Verstehe ich ja. Für einen guten Preis. Ich mache ein paar Anrufe und sehe, was ich tun kann. Das wäre gut. Und sie soll nicht rauchen. Klar. Wer will schon eine Frau, die solche hässlichen Stängel in den Mund nimmt? Charlie? Charlie Harper? Hey, wie geht's dir? Wow, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Zu lange. Das ist mein Bruder Alan. Hi, das ist meine Tochter Millie. Hi, Millie. Hallo, Millie. Mann, ist das ein Mörderkrümelkuchen. Hallo. Hi. Millie, das ist mein Sohn Jake. Jake, das ist Millie. Mal beißen? Ich esse keinen Zucker. Ja, geht mir auch so. Ich mag ihn nur in Kuchen und Süßigkeiten. Und wenn schon. Ja, und wenn schon. Ich spiele Gitarre. Ich habe eine Band, die heißt Rockerzocker. Heavy Metal, Classic Rock und sowas. Ich mag Gwen Stefani. Oh ja, die sind cool. Willst du immer noch nicht beißen? Nein, danke. Nein, sowas, wir müssen los. Ruf mich mal an, Charlie. Wir könnten essen gehen und uns an die alten Zeiten erinnern. Fände ich super. Hast du noch meine Nummer? Die hab ich sicher noch, aber du weißt schon nur für den Fall. So, hier hast du sie. War nett, sie kennenzulernen, Alan. Gleichfalls. Komm, Millie. Die finde ich nett. Wer ist sie? Ich habe keinen blassen Dunst. Ich sag euch, wer sie ist. Die Großmutter meiner Kinder. Men, 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 men. Onkel Charlie? Was ist? Tust du mir einen Gefallen und rufst Millies Mutter an und fragst, ob Millie mich mag? Aber sag nicht, dass ich gefragt habe. Ich will nicht schwach erscheinen. Gut, mach ich. Du wirst sie nicht anrufen, oder? Wie kommst du denn darauf? Ach komm schon, wieso denn nicht? Jack, Mann, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer Millies Mom ist. Es würde ziemlich peinlich werden, wenn ich sie anrufe. Noch peinlicher als im Kaufhaus, wo ich rumheulen musste, damit du die Kassiererin kennenlernst? Wir hatten beide unseren Vorteil davon. Wie kommst du denn darauf? Ich hatte ein heißes Date und du eine heiße Brezel. Es war eine klasse Brezel. Hast du für mich angerufen? Oh Gott, hier will mich jeder zum Zuhälter machen. Am besten, ich besorge mir einen orangefarbenen Hut, Plateauschuhe und einen Pelzmantel bis zu den Knöcheln. Wenn das einer durchzieht, bist du's. Hast du für mich angerufen? Hier, die Dame heißt Alexis. Sie wartet auf deinen Anruf. Alexis, was für ein hübscher Name. Die haben alle hübsche Namen, Erlan. Ich kenne keine Nutte namens Maud. Gut, gut. Und wie viel werde ich ihr löhnen müssen? Sie wird's mit dir für 500 machen. Wow, okay. Nehmt sie eine Kreditkarte?
Eine Kreditkarte. Und wo hast du vor, die durchzuziehen? Schon gut, ich habe nur ein paar Meilen abstauben wollen. Vergiss die Meilen. Und vergiss nicht, auf die 500 kommt noch Trinkgeld drauf. Trinkgeld will sie auch? Ja, falls du von ihr eine Leistung verlangst, die ungewöhnlich ist. Ich werde dir Trinkgeld geben müssen. Hi! Oh, hey, hey Bertha. Du willst also sagen, dass das eine à la carte Veranstaltung ist, wie in Restaurants? Was? Im Gegensatz zu einem Buffet, wo man so viel essen kann, wie man will. Klar, natürlich. Soll ich deinen Namen erwähnen, wenn ich anrufe? Aber unbedingt. Für jede Empfehlung bekomme ich einen Reisebecher. Fantastisch. Danke, Charlie. Das mache ich gern. Sippy kauft sich eine Nutte? Kommt mir ganz so vor. Mann, da kann man gut Geld verdienen. Du musst doch nur ihre Mutter anrufen, ein paar Minuten mit ihr reden und sie fragen, ob Millie da ist. Und wenn ja, gibst du mir das Telefon. Du wirst wohl nie aufgeben. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Jake, ich weiß doch gar nicht, wie ihre Mutter heißt, bitte. Na und? Du weißt nicht, wie die Hälfte der Frauen heißt, die du anschleppst. In meinem ersten Monat hier hast du mich Jack genannt. Na schön, na schön. Ich ruf sie an, drück mich darum herum, dass ich nicht weiß, wie sie heißt, und dann kriegst du das Telefon. Das ist cool. Da sie gerade den Kuppler spielen. Vergessen Sie es. Ach, kommen Sie, ich bin nicht wählerisch. Suchen Sie mir nur einen jungen Andy Griffith. Und vergiss nicht, ich tue dir einen Gefallen. Ich komme in ein paar Jahren drauf zurück, wenn du mir die Windeln wechseln musst. Okay. Warte, was? Hey, hi. Hier ist Charlie. Ja, hat mich auch gefreut, dich zu sehen. Ich will dir sagen, warum ich anrufe. Mein Neffe ist hier neben mir. Ja, er steht auf Kuchen. Du musst dir sagen, ich habe eine Band. Warte kurz. Darf ich weitermachen? Du bummelst. Gut. Dann red du. Hm? Hallo? Ist Millie da? Gut, sagen Sie ihr bitte, Jake Harper hätte angerufen. Der Junge mit der Band. Wirklich? Klar, schätze schon. Okay, danke, bis dann. Wir zwei gehen am Freitag mit Ihnen essen, dann könnt ihr reden. Wir zwei? Sei nicht so herabblasend, okay? Herabblasend? Das war nicht richtig? Nein, das war falsch. Jake, wir fahren jetzt. Wie sehe ich aus? Als würdest du an Türen klingeln und Leute fragen, ob sie die frohe Botschaft schon gehört haben. Ich habe meinen Freunden schon vom Date erzählt. Ich wollte kein Jackett anziehen, aber ich habe Senf hinten auf dem Hemd. Wie kommt denn Senf hinten auf dein Hemd? Hab gewettet, ich könnte einen Hotdog hinter meinem Rücken fangen. Konnte ich nicht. Und so willst du gehen? Stimmt was nicht? Nein, vergiss es. Nein, ich möchte nicht vergessen, Mr. Black. Ich möchte nicht geblitzdingst werden. Könntest du nicht dein Hemd reinstecken? Würde ich gern, aber ich habe mich aus Versehen in Salatsoße gesetzt. Ging mir auch schon so. Steig in den Wagen. Alan, wir fahren. Okay, viel Vergnügen. Ich mache mich auf den Weg zu einem Doppeldate mit dem Kürbiskopf. Vergnügen gibt's nicht. Naja, und wenn schon, es bedeutet ihm viel. Sehr gut, weil sein Glück für mich das halbe Leben ist. Charlie, warte. Ja? Rat mal, wer heute Abend hierher kommt. Alexis. Oh, freut mich für dich. Aber wenn du was mit dem Salatöl vorhast, wird dich das ein Hunderter extra kosten. Ich mach Pommes frites. Weißt du, ich brauch Kohlenhydrate für meine 60-Minuten-Kür. War mein Fehler. Ich weiß, was du denkst. Er denkt an sein Herz und ist pervers. In Ordnung. Warte, warte, noch was. Ist das wie Parken im Parkhaus? Was? Wenn ich 5 Minuten überziehe, muss ich dann die ganze Stunde zahlen? Nein, es ist mehr wie bei einer Mautstelle. Sobald eine Stunde vorüber ist, klappt eine Schranke runter und hackt dir deinen Penis ab. Viel Spaß. Tu mir einen Gefallen. Frag Millie bei Gelegenheit bitte, wie ihre Mutter mit Vornamen heißt. Wieso fragst du sie nicht? Weil Frauen nicken, wenn man ihren Namen vergisst. Und warum tust du es dann immer?
Warum isst du immer Pastrami, wenn du weißt, du musst furzen? Na, weil ich Pastrami mag. Na, siehst du? Aber ich weiß immer, dass es Pastrami heißt. Frag sie einfach. Okay. So, und jetzt noch mal zu deinem Date. Du solltest alle Riemen auf der Orgel haben, wenn wir ins Restaurant kommen. Wie meinst du das? Naja, wenn dir an dem Mädchen was liegt, würde es sich geziemen, wenn du dich vorbereitest. Geziemen? Es würde dir gut tun. Oh ja, na klar. Wie war das mit der Orgel? Das war bildlich gesprochen. Aber es ist verwirrend. Entschuldigung. Wo habe ich den Riemen? Schon gut, jetzt hör mal eine zu. Eine Orgel. Schon gut. Ich habe weder Riemen noch eine Orgel. Jetzt halt die Klappe. Mal langsam, es würde sich geziemen, wenn du freundlicher wärst. Ich schwör dir, Jake, ich mach das Schiebedach auf, pack dich am Kragen und werf dich auf die Überholspur. Wie wär's, wenn du mal auf der Überholspur fahren würdest? Schon gut, ich will dir zuhören. Danke. Also, drei Regeln. Nummer eins, wenn man mit einer Frau essen geht, dreht sich's niemals ums Essen. Sondern darum, dass sie einen nett findet. Sehr gut. Es gibt aber was zu essen, oder? Klar. Ich bin nicht in Form, wenn ich Hunger habe. Jake, du musst dich konzentrieren. Es würde sich geziemen, wenn ich mich konzentriere. Entschuldigung, was sind die nächsten zwei Regeln? Nummer zwei, iss mit geschlossenem Mund. Nummer drei, bete, dass sie wenig Selbstbewusstsein hat. Nummer drei ist doch keine Regel. Für dich schon. Gut, dann reden wir jetzt mal über meine drei Regeln. Du hast auch Regeln? Nummer eins, es wäre echt nett, wenn du mich weder Kürbiskopf noch SpongeBob-Schmierhose nennst. Wie wär's mit Sir Donnerfurz? Nein. Nummer zwei, ich würde es vorziehen, wenn ich dich Charlie nenne und nicht mehr Onkel Charlie. Auf die Weise sind wir gleichberechtigt. Gleichberechtigt bedeutet dann wohl auch, dass wir uns die Rechnung teilen. Das war ja klar, Charlie. Und Nummer drei? Oh, es sind nur zwei. Ich habe mich verzählt. Roxanne, du brauchst das Rotlicht nicht anzumachen. Die Tage sind vorüber. Du musst deinen Körper nicht mehr verkaufen. Doch, musst du. Na dann los. Mach mich stolz. Hey, Alan. Rose, um Gottes Willen. Hat Charlie dich angestiftet? Was soll das? Charlie hat mich zu überhaupt nichts angestiftet. Genau, dann ist es wohl reiner Zufall, dass ich hier sitze, auf eine Prostituierte warte und du stehst vor der Haustür. Du wartest auf eine Prostituierte? Nein. Oh, Alan, das sieht dir doch gar nicht ähnlich. Naja, wenn dir nur oft genug das Herz gebrochen wurde und du nicht mal mehr den Gedanken erträgst, mit einem anderen menschlichen Wesen zusammen zu sein, was bleibt dir denn noch zu tun, bitte? Es gibt viele, die masturbieren, wie ich hörte. Echt, ich hab sie masturbieren hören. Wie dem auch sei, ein Mann muss manchmal auch was anderes spüren als seine eigenen Berührungen, weißt du? Hast du mal einen Handwechsel versucht? Das ist wie mit einem Fremden, der total ungeschickt ist. Hi. Hi, Sie müssen Alans Prostituierte sein. Oh, ich bin Rose. Hi, Rose. Leistest du uns Gesellschaft? Nein, heute Abend bedienst du nur Alan. Oh. Gute Nacht, Rose. Gute Nacht. Na dann, komm rein. Ich komme etwas spät, Entschuldigung. Schon okay. Solange das nicht von meiner, naja, Parkzeit abgeht. Charlie, du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Ja, es waren Jahre, wirklich. Wie viele Jahre sind es wohl gewesen? Keine Ahnung, vielleicht etwa 12. Aha. Und wie alt bist du jetzt? 14. Da bin ich ja froh. Dass wir Kinder kriegen können. Und Minnie, spielst du Dodgeball? Nein. Ich spiel's ziemlich gern, weil's da Mann gegen Mann geht, kein Spiel für Weicheier. Sag Agnes das nie, Bicht. Was? Sag nicht das Wort Eier. Und? Wohnst du immer noch dort? Ja, in meiner alten Wohnung. Genau, die Wohnung. Da werden Erinnerungen wach. Du bist doch nie dort gewesen. Das meine ich ja, ja.
Die Erinnerung, dass ich niemals dort war. Da wir gerade von weich Dingern reden, es ist der Reiz des Wettstreits und die tiefe Befriedigung, wenn man sieht, wie einem Jungen die Zahnspange aus dem Mund fliegt, wenn er einen Ball in die Dinger gekriegt hat. Ich hasse Dodgeball. Zu brutal. Du hast recht, ist ätzend. Millie schreibt gern Gedichte und malt Bilder. Du weißt schon, wie ich. Klar weiß ich das. Wie könnte ich das vergessen? Und bist du immer noch dran an der Kunstsache? Was meinst du denn? Ich meine, die Sache mit dem Malen und den Gedichten. Millie, weißt du, dass Jack eine Band hat? Ja, ich habe eine Band. Sie hat, glaube ich, viel Selbstbewusstsein. Yeah. Wollen wir das Geschäftliche klären, bevor wir anfangen? Oh, selbstverständlich. Keine Fete ohne Knete. Ohne Mücken kein Beglücken. Sitzt die Kohle nicht lose, komme ich bei dir nicht in die Hose. Es waren doch 400, ja? 5. Oh, natürlich. Wie komme ich nur auf 4? Danke. Und, Alan? Was magst du denn so? Oh, so ziemlich alles. Ich bin nicht prüde. Wir machen alles mit, ha? Huh? Mit Tieren will ich nichts machen. Oder was an meinem Hintern. Okay. Komm her. Setzen wir uns ein bisschen. In Ordnung. Oh, Baby, du tönst mich wirklich an. Warte kurz. Was ist? Das mit dem du tönst mich an hat mich ein bisschen gestört. Ich würde dir gern glauben, aber ich war mit genügend Frauen zusammen, um zu wissen, dass es etwas langsamer passiert. Und manchmal passiert es gar nicht. Süßer, ich würde dir doch nie was vorspielen. Nein, nein, warum solltest du mir auch was vorspielen? Aber ich wollte nur sagen, es wäre vielleicht hilfreich, wenn du deinen Text etwas glaubwürdiger gestalten würdest. Natürlich. Okay. Oh, du bist ja der beste Küsser. Ich wiederhole. Ich bin nicht der beste Küsser, das weiß ich zufällig. Okay, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich kauf's dir nicht ab. Doch da ich's dir abkaufe, sollte ich's dir auch abkaufen. Oh, Du brauchst nichts weiter zu tun, als die Wahrheit zu sagen. Kein Grund, um zu übertreiben. Okay. Okay. Oh, Alan. Deine Lippen sind so dünn und trocken. Okay, jetzt läuft's. Okay. Das Wettessen hat sich entscheidend verändert, seit der Japaner angefangen hat, Hotdog-Wettessen zu gewinnen. Ich habe den Trick selbst rausgefunden. Durch Zufall. Und wie geht's denn deinen Eltern so? Das ist nicht witzig, Charlie. Nein, nein, ich meinte, wie geht's deinen Eltern im Himmel? Wovon redest du bitte? In der Hölle? Beziehst du das auf ihre Scheidung? Ja, genau. Und eine Scheidung ist die Hölle, aber nach einer Weile auch der Himmel. Und du bist über die Jahre noch viel schöner geworden. Danke. Und du bist noch so charmant wie bei unserer ersten Begegnung. Oh, das weißt du noch? Ja, natürlich. Es war ein glühend heißer Tag im Juli. Meiner Meinung nach sind die Hotdog-Fresser Amateure. Die wahren Athleten sind die Schweinerippchen und Spaghetti-Fresser. Hey, 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 die Lady redet gerade. Ja, genau, Millie. Charlie will wissen, wie deine Mom heißt. Was? Du weißt nicht mehr, wie ich heiße? Was? Klar weiß ich das. Oder glaubst du, SpongeBob Schmierhose? Ach, du willst es wohl nicht anders, Mister Trunkenbold. Sag mir meinen Namen, Charlie. Eine Sekunde. Schmeckt dein Hummer, Millie? Brauchst du mehr Butter? Die findest du auf dem Hemd von Jake. Du hast wirklich keine Ahnung, wie ich heiße, oder? Ja, hab nicht den Hauch einer Ahnung. Okay, okay, ich bin nicht gut im Behalten von Namen. Aber unsere leidenschaftlichen Nächte werde ich niemals vergessen. Wir haben nie miteinander geschlafen. Ach nein? Nein. Kein Wunder, dass meine Erinnerung versagt. Komm, Schatz, wir gehen. Nein, 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 warte, warte, warte. Ich muss es wissen. Ich will wissen, wer du bist. Gut gemacht. Wer, ich? Du gibst mir dafür die Schuld? Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, besorgen Sie mir ein Taxi, eine Flasche Scotch und einen schlaueren Jungen. Und mir eine Mousse Schokolade.
Ich habe doch nur gesagt, ich glaube dir nicht, dass es der größte war, den du jemals gesehen hast. Ich meine, ich habe nicht mal den größten, den ich jemals habe. Und das waren nicht sehr viele. Tut mir leid, ich muss gehen. Wieso denn? Ich habe Migräne. Damit komme ich zurecht. Ich war 12 Jahre verheiratet. Hier, nimm dein Geld zurück und wag es nicht, mich je wieder anzurufen. Okay, und ich mach's mir umsonst. Und? Wollt ihr mir nicht sagen, wie euer Abend war? Frag deinen Kürbiskopf von Sohn. Frag deinen Schwachkopf von Bruder. Wisst ihr was? Mich interessiert's gar nicht. Ich leg mich schlafen. Oh nein, noch nicht. Ich bin so gern mit dir zusammen. Und? Wie lief's mit Alexis? Och, ich will ja nicht prahlen, aber sie wollte kein Geld von mir. Okay. Alleine. Geht wohl wieder um Sex. Verzieh dich. Also, ich bin jetzt 14, du musst mich nicht mehr schützen. Jake. So ein armseliges Theater. Also, was gibt's? Okay. Kurz gesagt, ich habe eine Frau bei mir oben. Wow, das ist ja was vollkommen Neues. Ach ja? Du hast sie offenbar nicht gehört. Sie war wie eine Katze auf einer heißen Herdplatte. Wie dem auch sei. Du müsstest sie unterhalten, während ich unterwegs bin. Sie unterhalten? Was stellst du dir vor? Eine Musical-Nummer aus Sweeney Todd? Wie jung ist sie? Vielleicht ein bisschen blinde Kuh? Genau deshalb hat dich niemand lieb. Halt sie einfach in Schach, bis ich wieder da bin. Wo willst du hin? Ich hab ein Date. Ein Date? Es ist 8:30 Uhr. Ich weiß, wie spät es ist, aber ich habe nur ein winziges Zeitfenster dafür. Ihr Mann spielt gerade 9 Löcher und da dachte ich, solange er weg ist, spiele ich auch ein paar Löcher. Wieso schickst du die andere Frau da nicht weg? Ich bin bis Mittag wieder da. Was mache ich dann mit dem angefangenen Tag? Okay, okay. Ich werde jetzt was sagen, weil ich der Meinung bin, dass es Zeit dafür ist. Was? Du bist ein schwer gestörtes Psychowrack. Ich würde ja gerne mit dir weiter plaudern, aber ich habe eine Golfwitwe, die im eigenen Saft schmort. Warte. Was soll ich der Frau da oben denn sagen? Keine Ahnung. Sag ihr, ich will Blut spenden. Dann habe ich eine gute Entschuldigung, wenn ich etwas schwach zurückkomme. Ich soll die Frau also anlügen? Wie du willst. Sag ihr doch die Wahrheit. Aber dann packst du deine Koffer und wohnst in einem Rettungsschwimmerhäuschen. Oh, wieso hast du das nötig? Wieso muss alles immer nur nach deiner Pfeife tanzen? Befolge meine Befehle oder du fliegst raus. Allerdings klappt dein System wunderbar. Mann, da hat Gott aber viel Leben gebraucht, bis diese Beine fertig waren. Unfassbar. Schon wieder eine. Hey, Alan. Wer ist die Blondine? Keine Ahnung. Hab sie am Strand gefunden. Eine Obdachlose? Heute Nacht nicht. Das ist innerhalb von einem Tag die dritte. Kommt drauf an, wie du zählst. Ich bin jetzt bei 7. Oder 8. Ich sollte Buch führen. Oh, Charlie, das ist selbst für deine Verhältnisse lächerlich. Hey, was für den einen lächerlich ist, ist für den anderen Jabba-Dabba-Doo. Ich sollte Buch führen. Jabba-Dabba-Doo. Ich bin übrigens Charlie. Ich bin Gretchen. Oh, finde ich gut, Gretchen. Das fängt an mit Grrr. Oh. Die Treppe hoch rechts. Mach's dir gemütlich. Okay. Grrr. Charlie Harper? Ja.
Hände weg von meiner Frau. Ja, Sir, kein Problem. Oh Gott, Charlie, bist du okay? Nein, ich bin nicht okay. Eben hat mir jemand auf die Nase gehauen. Hilf mir hoch. Das war ein verärgerter Ehemann, oder? Man kann ihm keinen Vorwurf machen. Von jetzt an muss er seine Frau mit zum Golfen nehmen. Warte, Charlie. Du willst immer noch nach oben gehen? Wieso nicht? Es war doch nicht ihr Mann. Aber du blutest doch. Hast du die Frau gesehen? Ich würde hier raufklettern, wenn ich nur noch aus Kopf und Wirbelsäule bestünde. Bertha, ist Ihnen neuerdings was an Charlie aufgefallen? Was meinen Sie? Na ja, er war ja schon immer promisk, aber vielleicht sollte ich jetzt meine Bowlingkugel verstecken. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich muss seine Laken so oft wechseln, dass ich sie bald auf eine Rolle wickeln werde. Hat er sich früher schon mal so verhalten? Naja, als Viagra erfunden wurde, habe ich gedacht, er legt den Löffel weg. Sie wissen doch, man soll seinen Arzt anrufen, wenn eine Erektion länger dauert als 4 Stunden. Er hat eine neue Frau angerufen. Yippie. Er konnte nur im Kopfstand sein kleines Geschäft verrichten. Morgen. Morgen. Eine raue Nacht in Pop City? Nein, sie war gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Ich wollte meine Freundin hochheben und auf die Kommode legen. Und jetzt kann ich einen meiner Hoden nicht mehr finden. Oh, Charlie. Ah, er wird schon noch irgendwo sein. Es ist wie mit den Schlüsseln. Auch wenn man sie nicht findet, müssen sie noch irgendwo stecken. Jedenfalls möchte man sowas nicht im Staubsaugerbeutel finden. Also, ich mache mir allmählich Sorgen um ihn. Ich habe das Gefühl, ich muss was tun. So wie er sich verhält, würde ich an Ihrer Stelle nur noch auf dem Rücken schlafen und eine Torwartmaske tragen. Gute Neuigkeiten. Ich habe ihn gefunden. Immer da, wo man zuletzt sucht. Wirst du das durchhalten? Es geht mir gut. Au, 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 au. Noch etwas empfindlich im Gemächte. Ja, dir geht's gut. 2 Bier, bitte. Oh ja, schon viel besser. Was machst du da? Was glaubst du denn? Talentsuche. Hast du den Verstand verloren? Wie willst du sie anmachen? Wollen sie mit mir nach Hause fahren und mit mir meine Eier suchen? Es war bloß eins und ich hab's gefunden. Ach, Charlie, solltest du nicht vielleicht mal halblang machen? Warum sollte ich denn? Ach komm schon, denkst du, du wirst glücklich mit so einem Leben? Lass mich darauf mit einer Frage antworten. Wer wärst du lieber? Du oder ich? Das soll wohl ein Witz sein. Du hast 2 dicke Veilchen und sitzt auf einem Hodenschoner. Du. Hi. Hallo. Oh, gütiger Himmel. Darf ich Ihnen einen spendieren? Wenn Sie wollen. Ich würde Ihnen gerne ein Flugzeug spendieren, aber fangen wir mit einem Drink an. Ich bin Charlie. Pepper. Oh, mein Lieblingsgeschmack. Es ist ein Gewürz. Klappe. Und, Charlie? Ehrlich? Ja, dann... Das war Aufforderung zur Prostitution. Sie sind festgenommen. Aufstehen, Beine spreizen und Rücken. Ich fürchte... Sie müssen sich eins davon aussuchen. Geh
Gibst du jetzt zu, dass du ein Problem hast? Ich bin in die Falle gelockt worden. Ich bin hier das Opfer. Was hättest du mit ihr gemacht, wenn sie keine Polizistin gewesen wäre? Ich weiß es nicht genau. Charlie, siehst du nicht, was mit dir los ist? Gar nichts ist mit mir los, außer dass ich einer Polizistin ein 500-Dollar-Martini spendieren wollte. Dann ist es leider zwecklos, weiter mit dir darüber zu reden. Sehr gut. Dann war es ja wenigstens zu etwas Nütze. Hände weg von meiner Freundin. Da müssen Sie schon präziser sein. Ein Mistkerl. Also, Charlie, was gibt's Neues? Naja, ich habe einen neuen Beruf. Als Crash-Test-Dummy? Ich schreibe Songs für kleine Kinder. Ah ja. Ja, ich finde nämlich Anklang bei unreifen Gemütern. Kann ich mir vorstellen. Was war da noch? Ach ja, meine Mom will heiraten. Er ist nett. Wie schön. Ja, ja. Mein Bruder wohnt noch bei mir. Klar, wir wussten, dass er nie wegziehen wird. Und mein Neffe wird immer größer. Meine Ex-Verlobte wird bald heiraten. Ich habe viele Freundinnen. Nichts Ernstes. Und wie Sie sehen können, hatte ich ein paar winzige Pannen. Bis auf Ihre Gesichtsverletzung und Ihren Rektaldonut merkt man es kaum. Es ist eigentlich ein Hodendonut. Was ist der Unterschied? Etwa so viel. Das verstört mich. Gehen wir noch mal zurück zu Ihrer Ex-Verlobten. Wie hieß sie? Mia. Mia, wie geht's Ihnen mit der Hochzeit von Mia und dass Ihr Leben ohne sie verlaufen wird? Oh, es geht mir gut damit. Ich freue mich für Sie. Und Sie bereuen nichts, haben kein schlechtes Gewissen? Bestimmt nicht. Ist doch ewig her. Okay. Wann haben Sie davon erfahren, dass Ihre Hochzeit bevorsteht? Weiß ich nicht. Vor 2 Wochen? Ja, vor 2 Wochen. Sie tragen die Annonce mit sich rum, Charlie? Ja, wieso? Nur so. Und Sie sagen, Sie treffen häufig Frauen? Ein bisschen mehr als üblich. Wann ging das mit Ihren neuen Aktivitäten los? Na ja, vor ungefähr 2 Wochen. Was denn? Ach, kommen Sie, Charlie. Nur weil ich nach Zeit bezahlt werde, muss das nicht ewig dauern. Es dürfte auf der Hand liegen. Seitdem Sie von der Hochzeit dieser Frau wissen, sind Sie tief verletzt. Und jetzt drehen Sie durch. Ihr Klapsdoktoren wollt doch immer alles auf Gefühle zurückführen, oder? Sie denken, es hat was mit Ihrer Sauberkeitserziehung zu tun? Nein. Dann sollten wir uns den Gefühlen zuwenden. Als Sie die Anzeige gelesen haben, was hatten Sie da für ein Gefühl? Keine Ahnung. Was hat man für ein Gefühl, wenn die Frau, die man einst geliebt hat, einen anderen heiratet? Beschreiben Sie es. Beschreiben? Nur zum Spaß. Es ist schwer, das genau zu sagen. Ich schätze, es ist sowas wie eine Falltür, die unter einem aufgeht und man fällt. Und dabei hat man einen furchtbaren Druck auf der Brust, als würde einem ein tonnenschweres Tier draufsitzen, ein Waschbär oder ein Eichhörnchen. Die Luft bleibt einem weg. Waschbär oder Eichhörnchen? Wenn Sie es aufschreiben, lieber Eichhörnchen. Mach. Wie komme ich nur auf Waschbär? Schon okay. Halten Sie es für möglich, dass das Gefühl des Fallens und das Eichhörnchen, das auf Ihnen sitzt, die körperliche Manifestation nicht gelebten Kummers ist? Kummer? Naja, Trauer. Wie kommen Sie denn jetzt auf Trauer? Hören Sie, Charlie, Sie sind doch ziemlich helle. Emotional. Aber was hier vorgeht, müssten Sie doch erkennen. Sie benutzen eine Serie bedeutungsloser sexueller Kontakte, um vor dem Gefühl wegzulaufen, das den Verlust dieser Frau betrifft. Nein, nein, tut mir leid, das sehe ich nicht. Suchen wir weiter. Was ist mit der Hochzeit meiner Mutter? Das kann einen Mann fertig machen. Da wird ein Mann zum alten Griechen und bohrt sich die Augen aus.
Ach, kommen Sie, Charlie, Sie haben diese Frau geliebt. Und ich sage, das ist noch nicht zu Ende. Und tief in Ihrem Inneren hoffen Sie, dass Sie wieder zusammenkommen könnten. Und Sie sitzen nur aus einem Grund nicht weinend hier. Weil es viel zu schmerzhaft für Sie ist. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht sehen. Sie können es nicht sehen, weil Ihnen Ihr Penis im Weg ist. Danke. Das ist kein Kompliment, Charlie. Sagen Sie. Sie stehen hier vor einer ganz einfachen Entscheidung. Sie können sich ernsthaft mit Ihren Gefühlen auseinandersetzen und lernen, was sie Ihnen bringen. Oder Sie können sich mit wahllosen sexuellen Aktivitäten ein frühes Grab schaufeln. Was verstehen Sie unter früh? Was machst du denn? Ich versuche, meine Gefühle zu empfinden. Ach echt? Wie läuft's? Nicht gut. Siehst du? Nichts. Keine Trauer. Und was genau willst du denn betrauern? Naja, Mia will heiraten. Warte, warte, Mia, die du mal heiraten wolltest? Ja, und meine Psychologin meint, es macht mich ziemlich fertig. Meinst du auch, es macht dich fertig? Keine Ahnung. Ich habe sie echt geliebt. Das weiß ich. Ja. Ich weiß noch, wie wir einmal übers Wochenende nach Santa Barbara gefahren sind und sie hat mir bloß zugelächelt und ich dachte, Mann, ich wäre gerne bis ans Ende meiner Tage mit dieser Frau zusammen und dann habe ich sie verloren und ich glaube nicht, dass ich je wieder eine wie sie finde. Also was zum Teufel ist denn hier los, Alan? Sehr gut, sehr gut. Du fängst endlich an mit deiner Trauerarbeit und wenn deine Trauer dann endlich akzeptieren kannst, kannst du auch ohne Mia weiterleben. Wirklich? Ja, ja, lass es raus. Nein, so ein Quatsch. Wo willst du denn hin? Eben ist mir klar geworden, ich muss weder meine Gefühle empfinden, noch ohne Mia leben, wenn ich sie mir einfach zurückhole. Das ist deine Lösung? Ja, das, genau. Das genau sagt alles. Hab meinen Donut vergessen. Lach du nur, aber der hilft wirklich. Die Braut? Wo ist die Braut? Ich soll was für die Braut abgeben. Sie ist da drin, so viel ich weiß. Danke. Hier. Nein, es steht dir perfekt. So eine Schande, wirklich, das alles noch wunderbar aus. Hey. Charlie, was machst du denn hier? Ich will dich wiederhaben. Bist du verrückt geworden? Nein, ich habe die Idee von meiner Psychologin. Würden die Damen uns entschuldigen? Okay, eine Minute. Danke. Na, wie geht's? Sie sehen gut aus. Keine Sorge, Ihr großer Tag wird kommen. Charlie, ich werde in einer Stunde getraut. Dann komme ich nicht zu spät. Oh, und wie du zu spät kommst. Jetzt hör erst mal zu. Mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Ach, unwichtig. Ich habe nur ein Kind vor einem vorbeifahrenden Bus gerettet. Hab den Seitenspiegel abgekriegt. Okay, das war gelogen. Aber das ist die Wahrheit. Mia, ich habe nie für eine Frau das empfunden, was ich für dich empfunden habe. Und der Gedanke, dass du einen anderen Mann heiratest, bricht mir das Herz. Deshalb muss ich jetzt alles auf eine Karte setzen. Au, 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 au! Mia, ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben und bitte dich, mich zu heiraten. Schatz, der Fotograf möchte gern mit dir. Was ist denn hier los? Daddy, ich hab dir doch von Charlie Harper erzählt. Erinnerst du dich? Oh gut, freut mich, dass Sie hier sind, Sir. Ich möchte Sie um die Hand Ihrer...
Was hast du ihm denn alles erzählt? Danke. Noch ein wenig Eis für dein Kinn? Nein. Deine Nase? Nein. Was machen deine Nüsse? Die sind sanft gebettet, danke. Okay, dann versuch zu schlafen. Alan? Ja? Alan, ich habe was gelernt über mich. Dass du Bluter bist. Ich weiß jetzt, warum ich so viel rumvögel. Ach ja? Ja. Ich glaube, ich habe mein Leben lang versucht, die Leere in mir aufzufüllen, indem ich, die Leere bei anderen ausgefüllt hast. Ja, genau. Das ist eine tiefe Einsicht. Ja, meine Therapie zeigt Wirkung. Du hattest nur eine Stunde. 50 Minuten? Das ist Gaunerei. Aber das Wichtige ist, so kann ich nicht weitermachen. Tiefer geht's nicht mehr runter. Ich muss erwachsen werden. Finde ich auch. Und wie willst du es anstellen? Tja, ich denke, ich heirate eine Mieze mit einem großen Herzen und einem knackigen Hintern. Vielleicht die Kleine vom Strand, die schien mir nett zu sein. Also, du willst heiraten? Ja. Werde sesshaft, mache ein paar Kinder und verfrachte meinen Penis in die Ruhmeshalle. Ruhmeshalle? Für Baseballschläger. Naja, sieht aus, als hättest du alles im Griff. Sowas hat man niemals im Griff, Alan. Man kann immer nur winzige Schritte auf dem lebenslangen Weg zum besseren Menschen machen. Aha. Wie viele Schmerzpillen hast du genommen? 9. Gute Nacht. Wäre nett von dir, wenn du in einer Stunde mal nach mir siehst, ob ich noch atme. Ja, wie immer. Aua, meine Nüsse. Ich finde, wir sollten den guten Wein vor der Zeremonie servieren. Und dann zur Feier, wenn alle schon einen im Tee haben, tischen wir den Fusel auf. Alan, ich möchte nicht bei etwas knausern, was möglicherweise meine letzte Hochzeit ist. Er war schon immer so geizig. Er hat mal aus Versehen einen $0.25 verschluckt, als er noch klein war. Er wollte eine Woche lang nicht aufs Klo gehen. Mom, um Gottes Willen, sie wird bald meine Stiefschwester. Oh, mach dir keine Sorgen, Alan. Ich find's süß. Süß? Es hätte mich bei seinem Geiz nicht überrascht, wenn nur 2 Zehner rausgekommen wären. Mom, ich flehe dich an. Wird's dir helfen, wenn ich dir was Peinliches über mich erzähle? Ja. Und du wirst nicht lachen? Versprochen. Na schön. Ich habe mich in meinem Leben noch nie geweigert, aufs Klo zu gehen. Gott, kannst du gemein sein. Ich liebe dich. Ich fand es besser, als ihr euch nicht verstanden habt. Also, die Zeiten sind vorüber. Seit ich weiß, wie glücklich Evelyn meinen Vater macht, hätten auch wir 2 heiraten können. Oh, danke, mein Schatz. Du bist wie die Tochter, die ich niemals hatte. Hm. Nicht, dass das nicht versucht hätte. Du hättest ihn mit meinen Ohrringen und High Heels herumspazieren sehen sollen. Sieh mal hier, Mami, bin ich nicht schön? Das war er natürlich nicht. Oh, mein Schatz. Ich will dich doch nur aufziehen. Du bist ein ganzer Mann. Danke. Und jetzt zu den Appetithäppchen. Hey, Alan, wie lange habe ich noch, bis Brautzilla kommt? Also, Charlie, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ah, sie ist schon hier, oder? Ja, Schatz, komm nur runter. Das ist unser Spielchen. Ich gebe ihm bedingungslose Liebe und er ist ein undankbarer Pisser. Hey, Mom. Hallo, Schatz. Kennst du noch Teddys Tochter Courtney? Wie sollte ich sie vergessen? Schön, dich wiederzusehen.
Danke, gleichfalls. Courtney und dein Bruder helfen mir bei den Hochzeitsvorbereitungen. Es ist deine fünfte Hochzeit, Mom. Wozu brauchst du da noch Hilfe? Außer beim Namen deines Bräutigams. Ja, ich habe ihn aus meinem Testament gestrichen, falls er länger lebt als ich. Hallo? Oh, Teddy, Schatz, was gibt's? Oh, entschuldigt mich. Ist der wundervoll. Kannst du sie halten, bis ich komme? Also gut. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir uns verstehen. Diese Hochzeit hat nur noch Schrottwert, wenn Mom rauskriegt, dass ihr Sohn und ihre Stieftochter in Spee es hinter ihrem Rücken weitertreiben. Keine Sorge. Sie kriegt es nicht raus. Ich mach mir aber Sorgen. Ihr werdet nicht flirten und werdet nicht sittenlos. Wie kommst du denn auf sittenlos? Hast du Angst, sie lässt ihre Titten los? Hier wird keiner irgendwelche Unruhestifter auspacken. Gern, aber ich übernehme keine Garantie für meinen Unruhestifter. Teddy will mit dir über die Knopflochblumen reden. Komme schon. Ich wusste, das gibt Streit. Und? Wann kommen wir zusammen? Gar nicht. Das mit uns ist gestorben. Nur wegen dem, was Alan gesagt hat? Kein Mensch hört auf Alan. Noch nicht mal Alan hört auf Alan. Charlie, ich habe ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter und so sollte es auch bleiben. Ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter sollte man nicht überbewerten. Sieh mich an, ich habe mein ganzes Leben lang keins gehabt. Charlie, sieh's doch ein. Wir zwei? Gestorben. Wenn das so einfach wäre, würde man ihn nicht Unruhestifter nennen. Ich würde gern darauf anstoßen, dass unsere Familien zusammenkommen. Hört, hört. Aufs Zusammenkommen. Evelyn kriegt eine Tochter dazu und ich dafür zwei Söhne. Und einen Enkel. Nicht dazwischen sprechen. Hm? Ich würde gern noch was sagen. Ich möchte, dass wir eine altmodische Hochzeit feiern. Schatz, was mein ist, sei auch dein. Wir werden keinen Ehevertrag abschließen. Teddy, das haben wir doch schon besprochen. Du bist sehr vermögend und solltest deshalb geschützt werden. Vor dir muss ich nicht geschützt werden, mein Liebling. Daddy, warte mal. Courtney, das geht nur uns was an. Aber Dad... Aber gar nichts. Ich liebe diese Frau. Und ich werde von einem Haufen Anwälte kein Misstrauen gegen meine Ehe säen lassen. Wow, der muss sie wirklich lieben. Ja, der Schmock. Entschuldigt mich. Ich hätte einen Vorschlag zur Eisskulptur. In der Regel nimmt man einen Cupido, aber ihr dürft nicht vergessen, Pfeil und Bogen schmelzen zuerst. Und am Ende steht da nur noch ein dickes Kind in Shrimps. Es gibt echt Shrimps? Für die Gäste. Und was bin ich? Keine Widerworte, schluck's runter. Entschuldigt mich. Wie soll ich was runterschlucken, wenn ich noch nichts im Mund habe? Ich komme sofort. Ich kann's nicht erwarten. Lass mich lieber gleich rein. Charlie, verschwinde hier. Ach komm schon, du kannst mich doch nicht so einfach abwürgen. Hey, ich kann abwürgen, wen oder was ich will. Spielst du hier die Tugendhafte, weil du weißt, dass mich das antörnt? Ich spiele nicht, Charlie. Okay, dazu muss ich sagen, es törnt mich noch mehr an, wenn du nicht spielst. Charlie, bist du mit Courtney da drin? Nein. Hi, Courtney. Hallo. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ja, und zwar, dass Mom nichts davon rauskriegt. Courtney? Alles in Ordnung, Schatz? Aber ja, Evelyn. Du wirst dich wahrscheinlich über diesen Unsinn mit dem Ehevertrag ärgern. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht hinter dem Geld deines Vaters her bin. Da bin ich ganz sicher. Glaub mir, ich habe selber sehr viel Geld. Aber sag Charlie und Alan nichts, die sind auch so lästig genug. Nein, mach ich nicht. Und wie reich bist du genau? Es lässt sich aushalten. Ah. Und wenn du meine Oma heiratest, was bist du dann für mich? Nichts.
Entschuldigung. Ist schon gut. Ich habe mit dem Jungen geredet. Ach, wie schön. Wir sind dann zwar nicht verwandt, aber du kannst mir trotzdem was zum Geburtstag schenken. Vielen Dank für den Tipp. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriegen wir immer noch Bücher zu Weihnachten, wenn Mom so viel Geld hat? Vergiss es, Alan. Woher Mom das Geld auch hat, es lastet bestimmt ein alter Fluch darauf. Was machst du denn da? Ich dachte, was soll's, wenn ich schon hier bin. Dann klapp aber die Brille wieder runter. Warum kann man die im Darmklo überhaupt hochklappen? Keine Ahnung. Vielleicht können die Bräute dann besser zielen, wenn sie kotzen. Möglich. Also dann, reden wir über Courtney. Was soll ich dir erzählen, Alan? Warum du von ihr so besessen bist? Das ist doch wohl klar. Sie trinkt, sie raucht, sie spielt, sie ist wie ich, nur mit einer Inneninstallation. Was macht ihr denn im Damenklo? Das Herrenklo war besetzt. Musstet ihr euch hinsetzen? Nein, man kann die Brille hochklappen. Cool. Hey, wie gut es hier drin riecht. Hey, Courtney, hier ist Charlie, dein Bruder. Ich wollte mich jedenfalls dafür entschuldigen, dass ich dir im Restaurant eine Szene gemacht habe. Ich würde dich gern sehen, deshalb ruf mich an. Ich bin daheim und lese ein Buch. Und sehe dabei ein bisschen fern. Disney Channel. 101 Dalmatiner. Was für ein toller Film, hä? Falschen Knopf gedrückt. Hey, Apocalypse Now. Noch ein super Film, hm? Also, ruf mich an. Hey, Charlie. Rose, was machst du denn hier zum Teufel? Das würde ich dich auch gern fragen. Und die Antwort wäre dieselbe. Ich stalke. Nein, nein, ich bin nicht... Gut darin? Was willst du? Jetzt sofort oder überhaupt? Rose. Ich beobachte dich jetzt seit einer Stunde und 38 Minuten und du tust mir so leid. Ich finde, du könntest etwas Hilfe brauchen. Danke, ich brauche keine. Ach nein, hast du Wasser dabei? Nein. Studentenfutter? Nein. Pinkelgefäß? Doch, das wäre eine gute Idee. Na, siehst du. Danke. Na, was haben wir denn noch? Oh, willst du ein Nachtsichtgerät? Nein, vielen Dank. Das sagst du jetzt, aber wenn du dich in ihrem Kofferraum versteckst und willst ohne Licht lesen, wird's dir leid tun. Nein, vielen Dank. Okay. Ich werde noch in der Nähe bleiben. Gib mir dieses Zeichen, wenn du aufs Töpfchen gehst. Charlie, was machst du hier zum Teufel? Hey, Teddy, na, wie geht's? Seit wann fährst du denn einen Volvo? Der gehört meinem Bruder. Wie schlau, bestimmt hätte sie dein Auto erkannt. Für so schlau hätte ich dich nie gehalten. Ich dachte, wir seien uns darüber einig gewesen, dass du dich nicht mehr mit meiner Tochter treffen würdest. Zu meiner Verteidigung, Sir, wir treffen uns ja auch nicht, das ist mehr eine, Aufklärungsmission. Wer ist das? Oh, das ist Rose, sowas wie, Eine Verstärkung. Ich will es nicht immer wieder sagen, aber wenn deine Mutter rausfindet, dass du dich mit Courtney triffst und denkt, ich hätte es ihr verschwiegen, dann weiß ich nicht, was sie tut. Sie wird noch die Hochzeit absagen. Tut mir furchtbar leid, Teddy. Ich will's dir nicht vermasseln. Na, dann fahr jetzt heim. Ja. Hat mich gefreut, Rose. Enchanté. Wenn der 30 Jahre jünger wäre, wäre ich hinter ihm her. Ach, wieso nicht? Du warst bei ihr, hab ich recht? Wer bist du, meine Frau? Nein, aber der Hochzeitsplaner.
Weißt du, womit ich mich rumschlage? Mit Caterern und Floristen und Musikern und Parkplatzwächtern und 1000 gekühlten Schmetterlingen. Gekühlten Schmetterlingen? Mom wollte Schmetterlinge. Was will sie damit, sie essen? Nein, man streut sie während der Zeremonie aus und wenn das Brautpaar sich küsst, fliegen sie weg. Aber es gibt doch noch Shrimps. Ja, es gibt noch Shrimps. Gut, ich stehe auf Shrimps. Charlie, ich verbiete dir, die Hochzeit kaputt zu machen. In Ordnung, beruhige dich. Ich war nicht bei Courtney. Na, Gott sei Dank. Und wo warst du dann? Im Auto vor ihrem Haus. Du hast sie gestalkt? Oh Mann, warum benutzt hier jeder dieses Wort? Das hört sich immer so unanständig an. Charlie, so habe ich dich ja noch nie erlebt. Was ist denn los mit dir? Ach, ich weiß, ich weiß. Sie will mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss an sie denken, wenn ich einschlafe und wenn ich aufwache. Neulich stolpere ich doch in einen flotten Dreier und da hab... Halt, Moment. Wie stolpert man in sowas? Es sind oft Zimmergenossinnen. Man liest immer von Schwestern, aber das kommt so gut wie nie vor. Um die Sache durchzuziehen, habe ich mir jedenfalls vorstellen müssen, dass beide Courtney wären. Gibt's was Traurigeres? Mir bricht das Herz für dich. Weißt du, was ich denke? Dass du nur so hinter Courtney her bist, weil du weißt, dass du sie nicht kriegst. Was du nicht sagst. Oh, bitte, sag mir, dass du sie nicht anrufst. Wie kommst du denn auf sowas? Hey, Rose, hier ist Charlie. Hör zu, wenn du mit Teddy fertig bist, kannst du doch mal nachsehen, was Courtney so macht? Okay, die Gelübde, die habt ihr ja selbst geschrieben. Davon weiß ich nichts. Oh, verzeih mir, Schatz. Ich war so frei, sie für uns beide zu schreiben. Ich komme da etwas süßlich rüber, oder? Aber du liebst mich doch. Liebe macht jeden ein bisschen schwul. Na toll. Bitte mach, dass es meine Schmetterlinge sind. Bitte, bitte, bitte. Der Junge braucht keine Schmetterlinge. Oh, hi, Courtney. Komm rein. Nein, vielen Dank. Ich will nur mit meinem Vater reden. Was gibt's, Baby? Ist Courtney da? Hi, Courtney. Hi, Charlie. Dad, dürfte ich dich draußen unter vier Augen sprechen? Klar, entschuldige mich. Ist dir zufällig ein Wagen mit gekühlten Schmetterlingen aufgefallen? Alles in Ordnung? Nein, nein, im Gegenteil, nichts ist in Ordnung. Immer schön, dich zu sehen. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Verdammt, Courtney, fang nicht schon wieder an. Ich kann dich nicht immer freikaufen. Aber Daddy... Hör auf mit Aber Daddy. Wow, da kann man ja dankbar sein, dass wir drei so gut miteinander zurechtkommen. Machen und an der Brücke wohnen? Du sollst nicht über deine Verhältnisse leben. Dann hilfst du mir also nicht aus der Patsche deiner eigenen Tochter? Ach, mach nicht so ein Theater. Weißt du was? Vergiss es. Ich verschwinde hier. Courtney, jetzt fang nicht damit an. Okay, die Schmetterlinge. Mom, wenn du Teddy küsst, werden sie auf der Terrasse freigelassen, aber die Chancen stehen 50-50, dass Möwen runterstoßen und sie auffuttern. Tut mir leid, dass ihr das gehört habt. Soll ich vielleicht mal mit ihr reden? Nein, lass nur. Ich rede mit ihr. Würde mir einer von euch vielleicht erklären, wieso er mit ihr reden will? Nein. Hi. Was willst du hier? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht und dachte, vielleicht kann ich dir helfen. Du kannst mir nicht helfen. Kommt drauf an. Ich habe zum falschen Fenster geguckt. Bitte? Eine schöne Wohnung. Also, was ist? Was soll ich dir sagen, Charlie? Ich habe meine Arbeit verloren. Bald werde ich auch noch meine Wohnung verlieren und mein Vater weigert sich, mir zu helfen. Wow. Und wie viel brauchst du? Lass nur, ich will kein Geld von dir. Noch habe ich dir auch keins angeboten. Aber bald sind wir eine Familie. Und die Familie sorgt füreinander. Ich brauche 50.000 Dollar.
Wie wär's, wenn ich mit deinem Vater rede? Es ist sinnlos. Er versucht, mir eine Lektion zu erteilen. Die Wohnung liegt mir so sehr am Herzen. Ich habe hier all mein Geld reingesteckt. Charlie, was mache ich denn jetzt? Du wirst das Geld von mir nehmen. Nein. Nein, das wäre nicht recht. Doch, ich will es so. Du bekommst es zurück, versprochen. Das weiß ich doch. Danke. Vielen Dank. Nein, nein, nein. Das war nicht meine Absicht. Das weiß ich doch, aber ich will dich. Ich will dich auch, aber ich will nicht das Gefühl haben, dass wir das tun, weil ich dir was leihe. Okay, okay. Aber bald? Ja, wirklich bald. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, wenn es für dich okay ist, für mich ist es auch okay. Und ich verspreche, dich zu ehren und dich zu lieben und dir immer ein verlässlicher Freund zu sein. Ein ergebener Ehemann und selbstsüchtiger Liebhaber. Selbstloser. Gut, selbstloser. Und obwohl ich auch um einiges älter bin als du, fühle ich mich jedes Mal wie neu geboren, wenn ich vom süßen Nektar deiner Jugend trinke. Niemand sieht Schmetterlinge im Dunkeln. Gib etwas Gas, Teddy. Ich weiß noch, wie ich dich bei einer der vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen, denen du dich so hingebungsvoll widmest, zum ersten Mal erblickt habe. Du warst eine Vision in Dolce und Gabbana und Barmherzigkeit. Und als wir uns zum ersten Mal unterhielten, legte die Melodie deiner bezaubernden Stimme Zeugnis davon ab, wie viel die Welt verloren hat, als du eine vielversprechende Laufbahn als Sängerin aufgegeben hast, weil du deine Jungen großziehen wolltest, auch wenn sie es dir niemals gedankt haben. Und die Liebesdinge. Was kann ich nicht alles zu den Liebesdingen sagen? Das kann ich nicht sagen. Wenn du es nicht kannst, dann mach ich's. Als ich jeden Zentimeter deines festen Körpers erforschte, der nie chirurgisch gestrafft wurde, wurde mir endlich die Bedeutung der Worte Himmel auf Erden bewusst und was naturrotes Haar heißt. Mit den Worten des Barden sollte ich vergleichen dich mit einer Sommernacht. So bist du heißer noch und lieblicher als sie, wenn deine Knospen schwellen auf in voller Pracht. So wünschte ich, die Nacht verginge nie, solang der Atem deine Brust noch hebt, solange es in meinem Herzen bebt. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Soll ich sie in der Mikrowelle vielleicht noch ein bisschen aufheizen? Zu spät. Nein, wir schließen keinen Ehevertrag ab. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht hinter dem Geld deines Vaters her bin. Da bin ich ganz sicher. Glaub mir, ich habe selber sehr viel Geld. Alles in Ordnung? Nein, nein, im Gegenteil, nichts ist in Ordnung. Courtney, fang nicht schon wieder an. Was soll ich denn machen, unter einer Brücke wohnen? Du sollst nicht über deine Verhältnisse leben. Ich brauche 50.000 Dollar. Charlie, was mache ich denn jetzt? Du wirst das Geld von mir nehmen. Soll ich vergleichen dich mit einer Sommernacht, wenn deine Knospen schwellen auf in voller Pracht, so wünschte ich, die Nacht verginge nie. Sie dürfen die Braut jetzt küssen.
Dass wir nach all den Jahren einen neuen Stiefvater haben, kaum vorstellbar. Ich gebe Ihnen 6 Monate. Warum? Wir mögen Teddy doch. Deshalb gebe ich Ihnen nur 6 Monate. Ich bin für ihn. Du musst aber trotzdem zugeben, dass die Zeremonie wundervoll war. Das Brautpaar, der Sonnenuntergang. Die toten Schmetterlinge. Ich muss am Montag die Schmetterlingsfirma anrufen. Was machst du da? Nichts. Wir essen nicht von der Torte, bevor sie angeschnitten ist. Aber ich habe Hunger. Dann iss ein paar Früchte. Essen wir Früchte, du Früchtchen? Verstanden? Also sowas. Hey, Stiefbruder. Hast du es dir überlegt oder willst du mich noch heiraten? Ja, und wie? Nehmen wir oben einen kleinen Vorschuss auf unsere Flitterwochen? Wenn du dich weiterhin so an mir reibst, kann ich Mams Blumenstrauß freihändig fangen. Charlie. Was ist? Während der Hochzeit ihrer Mutter. Ja. Ich werde da nicht durchputzen. Das ist ja echt pervers. Gut pervers oder schlecht pervers? Gibt's denn schlecht pervers? Oh, Achtung, dein Ellenbogen. Das ist nicht mein Ellenbogen. Oh, Charlie. Das ist er auch nicht. Daddy? Oh, ist ja peinlich. Daddy, alles in Ordnung? Was ist denn mit ihm? Keine Ahnung. Und? Das wird uns die Stimmung versauen. Oh. Men, 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 men. Und gehören Sie zur Braut oder zum Bräutigam? Die Braut ist meine Mutter, deshalb zum Bräutigam. Wie gefällt Ihnen mein Haus? Oh, es ist wundervoll. Alan, ich muss mit dir reden. Verschwinde, ich kann hier was landen. Kannst du nicht. Komm mit mir nach oben. Wieso denn? Jetzt komm einfach. Bin gleich wieder da. Freundin der Braut oder des Bräutigams? Freundin von mir. Tja, gehen wir. Oh mein Gott. Ist er... Ja, hundetot. Rattentot? Mausetot. Er ist tot. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ach, Courtney, es tut mir ja so leid. Er hat hier mit runtergelassener Hose gelegen? Ihm hat offenbar jemand ein besonderes Hochzeitsgeschenk gemacht. Mom? Nein, das glaube ich nicht. Sie ist unten und tut so, als wäre nichts passiert. Und wozu sollte sie sich abmühen? Sie haben doch eben geheiratet. Ihre Mutter sucht nach Ihnen, Jungs. Was ist denn los? Teddy ist tot. Ja, das nenne ich einen Steifen. Wir haben hier ein echtes Problem, Bertha. Was meinen Sie mit wir? Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Das wird grauenhaft. The man I love. Danke, danke. An den nächsten Song werden Sie sich bestimmt erinnern. Eine Melodie aus dem Film Ghost. Oh, my love, my darling. Mom. I've hungered for your touch. Ach, wir müssen mit dir reden. Alone. Was ist Lonely Time? Es geht um Teddy. Wo steckt er denn? Wir wollten zusammen im Duett singen.
Time goes by so slowly. Ja, aber ich fürchte, von heute an wirst du, glaube ich, was. Du dreckiges Schwein. Dann warst du es nicht, die mit ihm... Natürlich nicht. Wir waren ja schon verheiratet. Er hat mich an unserem Hochzeitstag betrogen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Entschuldige mal. Mein Vater liegt hier tot vor dir. Mit den Hosen bis an die Knöchel und Lippenstift an der Nudel. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Bertha, mein Mann ist tot. Ja, mausetot. Ist die Polizei schon informiert worden? Das sollten Sie sich überlegen, weil er sicher bald anfängt, den Laden hier zu verpesten. Ich mach die Anrufe. Oh, Mom, das musst du doch nicht. Doch, ich muss. Ich bin seine Frau. Würdet ihr mich bitte jetzt einen Moment mit ihm allein lassen? Aber sicher. Klar, Mom. Was glauben Sie, wer Teddys Würstchen gekaut hat? Bertha, das ist mein Vater da drin. Okay. Also, was glauben Sie, wer Ihrem Vater das Würstchen gekaut hat? Oh, Teddy. Mein guter, guter Teddy. Hallo. Hier ist Evelyn Harper-Leopold. Ich habe meine Hochzeitsreise bei Ihnen gebucht. Ja. 2 Business-Class-Tickets nach Paris. Ja, tauschen Sie sie mir bitte gegen ein Erste-Klasse-Ticket zu den Fidschis um. Ja, ich warte. Ladies und Gentlemen, das hier ist ein Tatort. Deshalb bitte ich um Geduld. Wir brauchen von jedem eine Aussage, bevor er geht. Ich wollte dir jedenfalls sagen, dass es eine Lektion ist, die wir hier lernen. Das Leben ist kostbar und wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Deshalb seien wir dankbar für jeden neuen Tag. Kriege ich ein Stück Torte? Die wird ja doch nicht angeschnitten. Bist du noch nicht satt? Nein? Seht euch mal die Hose an. Der Gürtel ist an einem neuen Loch zugeschnallt. Er wurde angezogen. Hat jemand die Leiche berührt? Interessant. Wir haben hier eine perimortale Ekzymose am Os Occipitale. Das bedeutet einen Bluterguss am Hinterkopf. Trotzdem bist du nicht zum Medizinstudium zugelassen worden. So viel zum Todeszeitpunkt. Sieht aus, als wäre unser Junge vor seinem Abgang sexuell aktiv gewesen. Nicht aus. Ich sehe mal nach Spermaspuren. Oh, oh. Mein Gott! Es ist ja wie ein Gemälde von Pollock. Oh. Das mit dem Deckenventilator ist eine nette Geschichte. Kaffee? Danke. Also, Mr. Harper. Nennen Sie mich Charlie. Und Sie sind... Interessiert, wie Sie die Leiche gefunden haben. Oh, gleich zur Sache. Okay, also... Was haben Sie gehört? So läuft das nicht bei uns. Sie sagen mir, was passiert ist. Also gut. Ich wollte nach oben auf die Toilette und da war er. Oh nein! Teddy! Das heißt, Sie waren allein, als Sie ihn fanden. Naja, sind wir praktisch nicht alle allein? Also, ich werde durch Ihren Ausschnitt ziemlich heftig abgelenkt. Gehört das zur Verhörtaktik? Mr. Harper, wissen Sie, dass Sie mit einer Falschaussage eine Straftat begehen? Eine Straftat, für die einem auf die Finger geklopft wird? Oder muss ich mir meinen Hintern mit Tape abkleben?
Hey, ich find's gut, wenn er wie ein Geschenk verpackt ist. Okay, okay, ich war nicht alleine. Ich war mit Courtney da. Warum haben Sie gelogen? Ach, kommen Sie, ich wollte meine Stiefschwester auf der Hochzeit meiner Mutter nageln. Eine Lüge erschien mir als der klassische Ausweg. Haben Sie den Körper berührt? Ich hab auf ihr gelegen. Ach, Sie meinen Teddy. Nein, nicht nachdem ich bemerkt hatte, dass er da war. Was glauben Sie, wer ihm die Hosen hochgezogen hat? Denken Sie, wer ihm die Hose hochgezogen hat, war der Mörder? Das kam uns in den Sinn. Oh Gott, ich möchte niemanden verdächtigen. Tja, zurzeit werden nur Sie verdächtigt. Verhören Sie meine Mutter. Ach, was ist denn da drin? Kaffeeweißer, bringen Sie mich einfach in den Todestrakt und fertig. Wir haben nichts anderes. Oh bitte, wozu gibt's hier so viele Polizisten? Da wird wohl einer einen Tropfen Milch kaufen können. Mrs. Harper. Mrs. Leopold. Mrs. Leopold, haben Sie vom Eintreffen der Polizei die Leiche Ihres Mannes berührt? Na schön, ich habe ihm die Hose hochgezogen. Warum? Weil es entwürdigend war. Da war Lippenstift an seinem Huhu. Ihr Lippenstift? Oh Gott, nein, da trinke ich lieber Ihren Kaffee. Dann war er mit einer anderen zusammen? Nein, nicht unbedingt. Sie haben eine eigene Theorie, woher der Lippenstift kam? Haben Sie Clowns völlig ausgeschlossen? Sie sollten sich nach großen Fußabdrücken umsehen. Okay, er war mit einer anderen zusammen. Darüber waren Sie ziemlich sauer, oder? Ich werde nie sauer. Nein, ich räche mich. Ich meine, worauf wollen Sie denn hinaus? Ich will darauf hinaus, dass Sie ihn auf frischer Tat ertappt haben. Evie! Du Mistkerl, hast mich betrogen! Evie, ich kann's dir erklären. Evie, ich kann's erklären. Und aus Paris für zwei wird Fiji für eine. Wir haben Ihre Telefonate gecheckt. Ich werde Ihnen jetzt mal was sagen. Ich habe diesen Mann geliebt und er mich. Er hat mich so geliebt, dass er nicht mal einen Ehevertrag von mir wollte. Sie dürfen mir glauben, er hatte viel Geld, haufenweise. Dann brauchen wir ja nicht lange nach Ihrem Motiv zu suchen, oder? Ich warne Sie, Kaffee läuft bei mir nur so durch. Wenn Sie also Körperöffnungen untersuchen wollen, machen Sie es lieber schnell. Wir untersuchen keine Körperöffnungen. Darf ich darum bitten? Was wissen Sie über Teddy Leopold? Ich weiß, dass er heiß auf mich war. Er hat immer geflirtet. Teddy, der Freund meiner Mutter. Meine Haushälterin Bertha. Ist mir ein Vergnügen. Dafür garantiere ich, wenn Sie die richtige Karte austeilen. Wow. Man kann ihm keinen Vorwurf machen. Wer mit Evelyn schläft, kann auch gleich mit dem Fahrrad über Bahnschwellen fahren. Er kommt zwar ans Ziel, aber er spürt jeden Knochen im Leib. Wie schmeckt der Kakao? Sehr gut. Ich mag die Fertigmischung, weil sich immer noch was zum Kauen am Boden absetzt. Haben Sie Donuts? Nein. Kekse? Nein. Kuchen? Hör zu, Jake, ich würde gern was von dir wissen. Bist du heute mal im Zimmer deines Onkels gewesen? Nein, da gehe ich niemals rein. Und warum? Die Pornos sind im Zimmer meines Vaters. Ich will vorausschicken, ich weiß von dem Strafzettel fürs illegale Linksabbiegen. Und ich wollte ihn ja auch bezahlen, aber die Geschäfte liefen ein wenig schlecht und es häufen sich immer mehr Rechnungen an. Aber wem sag ich das? Ich weiß, wie unterbezahlt unsere Gesetzeshüter sind. Vielen Dank für den Kaffee übrigens. Cops und Fernfahrer, die verstehen was von Kaffee. Komme ich in den Knast? Was war zwischen Ihnen und Teddy Leopold? Oh, er war wie ein Vater für mich. Ich habe ihn gemocht. Ach, wirklich? Ja, er hat mich nach Vegas mitgenommen, mir eine Nutte bezahlt. Sucht einer der Gentlemen vielleicht ein Date?
Tut mir leid, ich bin schon besetzt, aber ich würde meinen beiden Jungs hier gerne einen ausgeben. Hi, ich bin Amber. Ich bin Tiffany. Danke, Daddy. Eine Nutte? Naja, und ein Eis. Mein Segen hat die Klappe und isst ein Eis. Dann waren Sie einverstanden mit der Hochzeit. Oh, ich war ganz wild drauf. Ich habe sie geplant, die Hochzeit. Es lief wie am Schnürchen. Naja, bis auf den Empfang. Warum? Was ist passiert? Der Bräutigam starb. Wissen Sie noch? Müssen Sie das aufschreiben? Können Sie sich vorstellen, wer seinen Tod wünschte? Nein, wir mochten Teddy alle. Und er war so gut zu meiner Mama. Ein Jammer, dass sie schon wieder einen Mann verloren hat. Er ist nicht der Erste gewesen? Ja, na ja, sie hatte ein bisschen Pech in der Liga für tote Ehemänner. Nicht, dass man in der Liga für tote Ehemänner Glück haben könnte. Krieg ich noch einen Kaffee? Wer hat mich verpetzt? War es Alan? Ist ja auch egal. Die würden mich beide für ein Vanilleeis vor den Bus stoßen. Wir wüssten nur gerne was über Ihre verstorbenen Männer. Na schön, da gibt's nicht viel zu sagen. Der Vater von Alan und Charlie starb an einer Lebensmittelvergiftung. Was hatte er gegessen? Ich war eine junge Braut, hab gerade kochen gelernt. Und keiner hat mir gesagt, dass man Fisch nicht in einer Schublade aufbewahrt. In Ordnung, was war mit den anderen? Naja, das Übliche. Ein paar Herzinfarkte, ein Föhn in der Badewanne. Warum verhören Sie mich? Ich bin's doch nicht gewesen, die mit ihm über Geld gestritten hat. Wer denn sonst? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Verdammt, Courtney, fang nicht schon wieder an. Ich kann dich nicht immer freikaufen. Aber Daddy, hör auf mit Aber, Daddy. Was soll ich denn machen? Unter einer Brücke wohnen? Du sollst nicht über deine Verhältnisse leben. Ich will einen Anwalt. Einen großen Sojalatte ohne Schaum. Omi verträgt keinen Polizeikaffee mehr. Mom, die sagten, wir sollen hier warten. Deshalb schicke ich ja Jake. Ein gutes Training für deinen Beruf, Schatz. Hi, Charlie. Hey, Charlie. Hi, Charlie. Hi, Alan. Hey, ich bin's nicht, dessen toter Ehemann Lippenstift an seinem dicken Stift hat. Habt ihr Courtney gesehen? Sie redet mit ihrem Anwalt. Wozu braucht sie denn einen Anwalt? Die Gaschromatographie ergab, dass der Lippenstift, der an dem Toten war, mit ihrem Lippenstift übereinstimmt. Moment, Courtney? Mit ihrem eigenen Vater? Ihrer DNA nach sind sie nicht mal verwandt. Was? Völlig unmöglich. Nein, sie sind Trickbetrüger, werden in einem halben Dutzend Staaten gesucht. Er heißt in Wirklichkeit Nathan Crunk und sie heißt Sylvia Fishman. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sie heiraten wollen. Was? Wir wollten euch überraschen, aber ich schätze, der Zug ist abgefahren. Tja, Sie haben ein langes Vorstrafenregister wegen Ehebetrug. Sie machen sich an schwerreiche Leute ran und nehmen sie aus wie die Weihnachtsgänse. Du hilfst mir also nicht deiner eigenen Tochter? Ach, mach nicht so ein Theater. Vergiss es, ich verschwinde hier. Courtney, jetzt fang doch nicht damit an. Aber ich verstehe das nicht. Teddy hat doch kein Geld gebraucht. Er war ein wohlhabender Mann. Und ich musste Courtney meine $50,000 praktisch aufzwingen. Oh. Aber was ist mit Ihrem Lebensstil? Dem Privatjet, den Trips nach Vegas? Faule Schecks, gestohlene Kreditkarten. Er hat nur auf einen Ehevertrag verzichtet, weil er an ihr Geld wollte. Aber warum sollte Courtney ihren eigenen Partner töten? Hat sie nicht. Sie haben es ein bisschen zu heiß getrieben. Das machte sein Herz nicht mit. Ja, ich sehe es genau vor mir. Was uns erst auf die falsche Fährte führte, war der Bluterguss an seinem Hinterkopf. Aber die Autopsie ergab, dass das 48 Stunden vor seinem Tod passiert war. Ich würde dich gern sehen, deshalb ruf mich an. Ich bin daheim und lese ein Buch. Aua, mein Kopf! Wollen wir wechseln? Ja, dann kannst du dir eine Weile den Kopf anhauen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie hat mich benutzt, sie hat mich betrogen, sie hat mir mein Geld gestohlen. Courtney! Was? Ich warte auf dich. Wir haben eine Postkarte von der schwarzen Witwe. Ach nein.
Wie laufen denn Ihre Flitterwochen? Sehr gut, wie es scheint. Sie hat schon einen Immobilieninvestor mit viel Geld gefunden. Eins gebe ich zu. Die Frau hat Kampfgeist. Welchen Knüppel ihr das Leben auch zwischen die Beine schmeißt, sie landet immer auf dem Rücken. Oh oh. Was gibt's? Jake! Oh Gott. Oh. Der war nicht übel, finde ich.